Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kaljankas Küche. Kennt ihr dieses Gebäck, diese kleinen Nüsse, Zaubernüsse? Bei uns nennt man das Orešky. Und heute backe ich. Backt man öfter dir zum Weihnachten oder zum Ostern. Zum Ostern dekoriert man dann diese bisschen bunt und zum Weihnachten oder lässt man die so klassisch wie die sind mit so eine Farbe, wie es Nuss ist, oder kann man auch natürlich dekorieren, in Schokolade tauchen oder Fädchen ziehen. Es ist jedem selber überlassen, wie es mag. Und füllen kann man die auch nach Lust und Laune. Kann man einfach mit Nutella machen oder Nusscreme oder Marmelade. Oder kann man eine schöne Füllung mit Kokosstreusel das machen. Es ist jedem überlassen, wie es sehr gerne mag. Und wenn ihr Interesse habt, wie wird man diese kleine Dinge backen, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Und meine Lieben, lasst euch nicht runterkriegen mit diesen ganzen schlechten Nachrichten. Das kann man doch gar nicht mehr Fernsehen anschauen. Butter wird teuer, das wird teuer. Die Leute werden sich so eingeschränkt, das ist schon fast, kann man sich gar nichts über Weihnachten freuen. Obwohl es war immer den Fest der Liebe, Familienzusammenhalt und hat man so immer gewartet auf die Weihnachten. Und jetzt wird immer nur schlechte Nachrichten. Meine Lieben, lasst uns lachen, lasst uns leben, lasst uns einfach glücklich sein. Und unsere Kinder und Enkelkinder, egal wie es teuer ist, wird man trotzdem ein bisschen gebacken. Für den Teig brauchen wir 2 Eier, ungefähr so 2 Teelöffel Vanillinzucker oder ein Päckchen Vanillinzucker, 120 Gramm Zucker und diese Salz. Verrühren wir das und geben wir dazu weiche Butter. Verrühren wir noch kurz mit dem Butter und dann können wir schon durchgesiebte Mehl zufügen. Ich gebe nicht alles. Ich habe mir hier 700 Gramm abgewogen, aber ich nehme nicht alles, sondern immer unterknete das Mehl, weil weiß man nicht 100% genau, wie viel Mehl braucht man. Es geht von der Butterqualität, von den Eiern, wie groß waren die. In meinem Fall heute waren die Eier eben große. Ein Teelöffel, aber so richtig gut, ein Teelöffel Backpulver. Und erstmal verkneten wir mit dem Löffel. Geben noch ein bisschen was dazu. Und dann mit den Händen. Das kann man sagen, ist das ganz normale Plätzchenteig. So wird das reichen. Der Teig fühlt sich gut an. Ich habe jetzt abgewogen, es ist noch 50 Gramm übrig geblieben. Deswegen kann ich euch sagen, dass ich 650 Gramm Mehl genommen. Und jetzt zum einen Kugel machen und dann müssen wir es auch in den Kühlschrank stellen für mindestens eine halbe Stunde. Diese Teig kann man auch abends fertig machen und über Nacht sogar im Kühlschrank stehen lassen und am nächsten Tag ausbacken. Schaut ihr, es ist richtig schöner, glatter Teig geworden. Es ist weich, aber klebt nicht. Richtig perfekt. So, und jetzt geht es in den Kühlschrank für mindestens eine halbe Stunde. Und dann ab in den Kühlschrank. So, mein Teig lag im Kühlschrank fast 2 Stunden. Ist richtig hart geworden. Aber jetzt können wir weitermachen. Holen wir ihn raus. Schneiden wir uns ein Stückchen ab. Das ist besser dann zu arbeiten. Mit einem kleinen Stück. Und den Rest legen wir wieder zurück. Und jetzt werden wir ein Stückchen nehmen. Und ein bisschen in unsere Hände wird das fast warm. Und kann man dann schön so eine Kugelchen drehen.
und erstmal vorarbeiten, weil danach müssen wir die auspacken und meine Form hat 12 Stück, dass ich kann dann gleich 12 Stück rauslegen. Es ist sinnvoller, etwas vorarbeiten und dann anfangen, das mit auszubacken. Die Größe von dem Teig ist ungefähr wie ein Haselnuss. Ja, vielleicht etwas größer. Wenn es das bisschen Ausdruck an der Seite ist, nicht schlimm. Wir werden dann sowieso noch ein bisschen die bearbeiten. So, ich habe jetzt schon ganze Mehl mit vorgerollt. Ich schneide die Scheibe von dem Teig ab und dann gleich in die Würfel. Dann sind die fast so ungefähr gleich. Dann geht auch wirklich viel schneller, die zu rollen, als immer abzupfen. Nur kleiner Tipp nebenbei. So, jetzt können wir schon unser Gerät anmachen zum Vorheizen. Und bevor wir die erste reinlegen, muss man ein bisschen anfetten. Danach muss man das nicht machen. Aber beim ganz ersten muss man ein bisschen anfetten. Mit ganz normalem Pflanzenöl. Am besten kein Olivenöl, dass kein Geruch und Geschmack von Olivenöl in das süßes Gepäck reinkommt. Und natürlich dieser Teil auch. Was wird in den Teig reingedrückt? Drumherum auch, weil der Teig wird ausgedrückt sein, so wie ein Rand, dass er dann nicht klebt. Im Teig ist genug Butter, danach läuft es auch ohne Anstreichen mit dem Fett. So, und jetzt machen wir es an. Funktioniert ganz einfach. Wir haben hier rote und grüne Lämpchen. Und wenn es rot, dann heißt es vor. Wenn es grün wird angegangen, dann ist ja fertig. So, jetzt hat umgeschaltet auf grün. Können wir jetzt unsere Kugelchen da reinmachen. Dann können wir gleich sehen, ob die zu groß oder zu klein sind. Draufdrücken und zumachen. Jetzt hat sich die grüne Lampe ausgeschaltet, weil es ist sozusagen wurde abgekühlt durch den kalten Teig. Müssen wir jetzt abwarten, bis das wieder grün wird. So, jetzt auf grün umgeschaltet und dann schauen wir jetzt rein, wie die aussehen. Oh, die sehen wunderbar aus. Nehmt euch eine Schüssel. Am besten schaut ihr. Wie toll sehen die aus. Zum Abkühlen geben wir in die Schüssel und schaut, es ist schon genug Fett da von der Butter. Das ist perfekte Größe, wir müssen auch nicht viel nacharbeiten, weil hier dieser ausgedrückte Rand müssen wir abmachen. Und da sind die nur wenige, welche muss ich nacharbeiten. Schon vorsichtig, ist heiß. Da zum Beispiel wie den muss man nacharbeiten. Und wenn man das zu zweit macht oder zu dritt, dann geht das wirklich sehr, sehr schnell. Und erstmal müssen wir unsere alle Nussschalen erstmal ausbacken und dann zeige ich euch es weiter. Wenn die Nussteile hier oben kleben, es ist so bequem, einfach Teller drunter stellen und mit so einem Silikonspaten hier abmachen, das geht einfach frei und verbrennt man nicht die Finger. So, mit Ausbacken bin ich fertig und jetzt kommt der unbeliebteste Teil dieser Arbeit, das ist diese Hälfte sauber zu machen und das, was ausgedruckt ist, dieser Rand einfach abkratzen, dass die so schön sauber sind. Das müssen wir unbedingt machen, weil dann unsere Nüsse sehen nicht so schön aus. Das kann man dann auch in Füllen verwenden, zum Beispiel mit Milchmädchen das mischen oder mit Nutella es mischen. Oder es kann man so wie diese süße Blutwurst machen, ja, da Schokolade oder Kakao reinmachen, ein paar Nüsse und so zu einer Wurst rollen, im Kühlschrank liegen und dann so schneiden, schmeckt auch gut. Erstmal sehe ich, wie viel habe ich davon und dann kann ich mich kurzfristig entscheiden, was ich mit diesen Krümeln mache. So, unsere Nüsschenschalen haben wir vorbereitet, alles schön sauber. Jetzt brauchen wir ein Füllen. Und Füllen kann man machen, wirklich egal
welche, was ihr gerne selber vielleicht möchtet, da reinfüllen. Es kann man zum Beispiel auch Nutella nehmen und mit Nutella oder irgendwelche anderen Nusscreme füllen, in zwei Schalen reinmachen und dann die einfach zusammenkleben. Nach dem Rand gucken, dass es schön sauber ist. Und ihr könnt es getrennt machen. Wir machen natürlich auf einen Teller unterschiedliche und dann keiner weiß, was er genommen hat, was für so eine Füllung ist. Wenn er natürlich macht ihr dann noch Überzug mit Schokolade oder Guss, dann ist er auch egal, weil sieht man nicht, was da drin ist. So, das ist jetzt die erste Variante mit den Nusscreme oder Nutella. Danach gibt es noch so ein Kondensmilch-Karamell, diese russische Milchschmädchen, die wird so lange gekocht, dann wird sie so braun wie ein Karamell. Kann man auch mit diese, nur diese Karamell füllen, auch beide Schalen. Eventuell, wenn ihr möchtet, kann man auch Nuss reinmachen, zusammen machen, richtig drücken, ja. Und dass das Ausgedrucktes lieber abmachen, dass die an die anderen nicht schmiert. Kann man diese Karamellcreme auch mixen mit was anderes. Oder macht man gehackte Nüsse dazu oder zum Beispiel unsere abgeschnittene Krümel, gibt man davon was, vermischt und füllt damit die Nüsse. So sieht dann aus. Und dann nimmt man wieder zwei Schalen und füllt man damit. Kann man ein bisschen stehen lassen, dass die Abschnitte von dem Teig etwas weicher werden. Kann man auch sogar zwei Hälften unterschiedlich füllen, wie zum Beispiel eine Hälfte mit Nusscreme und die andere damit. Und schön reindrücken. Und jetzt möchte ich euch noch mal zeigen, noch eine Füllung, das ist mit dem Kokos. Ich habe jetzt hier 50 Gramm weiße Schokolade und gebe 20 Gramm Schlagsahne. Und werde es auf Wasserbad auflösen. Versuchte so viel Wasser geben, dass es unser Töpfchen nicht im Wasser steht, sondern ein bisschen Luft hat. Und werden wir das schmelzen lassen. Ich lasse es auf den Herd stehen und ganz leicht köcheln lassen, dass Wasser immer heiß bleibt, dass es schneller dann auflöst. Und erstmal werde ich die Füllung machen, was ich jetzt hier habe. Kann man auch mit Nougat auch machen. Den werde ich einfach kurz in die Mikrowelle stellen, dass er ein bisschen weicher wird und dann werde ich damit auch füllen. So, jetzt habe ich Nougat in Mikrowelle etwas warm gemacht und kann man auch mit Nougat es machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, das wirklich zu füllen. Kann man sogar mit Marmelade füllen, wenn ihr wollt. Auch eventuell ein Nuss reinstecken. So, und jetzt machen wir noch fertig unsere weiße Schokolade, geschmolzen mit den Sahne. Und dann geben wir so viel Kokosraspi, dass wir so eine etwas dickere Masse haben. Das wird schon reichen. Und das ist Füllung, die welche zum Beispiel Bounty mögen, wird perfekt. So, und ich fülle jetzt alle Nüsschen. Fertig mit meiner hier Füllung. Ich habe auch noch so eine Milchschmädchen. Das ist Kakao. Es ist wie eine flüssige Schokolade. Auch sehr, sehr lecker. Die werde ich mir den restlichen, diese Abschnitte machen und auch füllen. Und für euch, meine liebe Freunde, macht ihr das, was natürlich eurer Familie schmeckt. Oder was ihr da zu Hause habt. Oder was ihr Lust habt. Ich mache erstmal meine fertig. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig. So viele Reschke haben wir jetzt gemacht, diese Zaubernüsse,
wie er hier wird genannt. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, das wird euch auch gefallen und eure Kinder werden begeistert. Es schmeckt wirklich wunderbar und in einer Dose können die ein paar Wochen auch halten. Aber so lange werden die wirklich nicht halten, die gehen so schnell weg. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß in die Küche beim Backen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!